Mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche gehen in Österreich in die Schule. Über 120.000 Lehrende bringen ihnen die Unterrichtsinhalte bei. War Lehrer und Lehrerin früher ein Traumjob mit gutem Ansehen und sicherer Anstellung, hat sich das Bild gewandelt. Seit Jahren gibt es einen Lehrer- und Lehrerinnenmangel. Die Verantwortlichen haben es schwer, alle Klassen mit geeignetem Personal zu besetzen. Mittlerweile ist Feuer am Dach, denn von den 120.000 Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt ihren Dienst versehen, sind rund 33.000 über 55 Jahre alt. 20.000 davon gehen in den nächsten Jahren in Pension. Und Nachwuchs ist nicht in ausreichender Zahl in Aussicht. Und wenn, dann wollen viele nur Teilzeit arbeiten. Im Oktober 2022 präsentiert Bildungsminister Martin Polaschek deshalb eine Lehrkräfteinitiative. Das Hauptziel? Lehrkräfte anwerben. Seien es QuereinsteigerInnen oder MaturantInnen. Meine Motivation, Lehrerin zu werden, war damals schon meine Unterstufenlehrerin. Anderen Personen, die sich das überlegen, das Lehramt zu studieren, denen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, da wirklich jeder Tag was anderes ist und es jeden Tag eine neue Herausforderung gibt und dass man den jungen Lernenden auch viel auf dem Weg mitgeben kann. Karin Meditz-Steiner ist seit 40 Jahren Volksschullehrerin mit Leib und Seele. Doch für die Gewerkschafterin ist es wichtig, die potenziellen Lehrerinnen und Lehrer nicht nur mit der rosa Brille vor Augen zu einer Ausbildung zu überreden. Der Beruf des Lehrers muss wieder mit mehr Attraktivität verbunden sein und man muss das Gefühl haben, dass man wieder sehr vermehrt pädagogisch arbeiten kann und dass die administrative Arbeit ein bisschen hintangestellt werden kann. Wir haben auch viele Diversitätsherausforderungen. Wir sind oft allein in einer Klasse. Also wir würden dringend in den Volksschulen zwei Kollegen in den ersten, zweiten Klassen brauchen, um einfach den Bedürfnissen der Kinder noch entgegenzukommen. Ja, auch die Kinder sind sehr anstrengend und herausfordernd. Also es ist schon ein sehr herausfordernder Beruf, den viele Leute sehr gerne machen, weil sonst würden sie nicht einmal 40 Jahre aushalten, aber trotzdem sehr herausfordernd. Nun sucht der Bildungsminister Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen. Und das soll so gelingen. Zusammengefasst arbeiten wir auf drei Handlungsfeldern: eine Neuerzählung von Schule, die Anwerbung von neuen Zielgruppen für den Lehrerinnen- und Lehrerberuf und eine Weiterentwicklung der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. Und diese Ressortstrategie wird zeitlich nicht begrenzt sein, sondern wirklich nachhaltiger und langfristiger Schwerpunkt in der Arbeit des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Kurzum, mit Klasse Job starten wir ein umfassendes, nachhaltiges Programm, die wirklich größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik. Den Oppositionsparteien, aber auch vielen LehrergewerkschafterInnen reicht das nicht. Sie fordern tiefergehende Reformen. In den nächsten Jahren soll sich zeigen, ob Polascheks Offensive wirklich ihr Ziel erreicht und mehr Menschen für den Job begeistern kann. Oder ob Österreich dann tausende Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Aaron Marton unterrichtet seit September 2020 an der modularen Mittelschule Aspern. Der 39-Jährige ist Quereinsteiger. Lehrer wurde mit Hilfe der NGO Teach for Austria. In 2 Jahren hat er dort gelernt, was es bedeutet, alltäglich vor einer Schulklasse zu stehen. Zuerst theoretisch und dann begleitet von einer erfahrenen Lehrkraft im Schulbetrieb. Die NGO hat nach eigenen Angaben in den letzten 12 Jahren über 400 QuereinsteigerInnen an Pflichtschulen gebracht. Also ich war vorher im Personalbereich in einem großen IT-Unternehmen. Super spannend und war auch interessant, aber ich glaube einfach, dass der Lehrberuf der wichtigste Job der Welt ist. Und deswegen mache ich es gern und immer noch gern und ich gehe wirklich jeden Tag gerne in die Arbeit. Es ist die letzte Stunde am Freitagvormittag. Aaron Marton ist der Klassenvorstand der Fachmittelschulklasse. Er unterrichtet seit 2016 als Quereinsteiger an Wiener Pflichtschulen. Er hat Betriebswirtschaft studiert und danach 10 Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet. Durch seine Erfahrung dort kann er seinen Schülerinnen und Schülern einen anderen Einblick in den Alltag der Unternehmen geben, bei denen sie sich bewerben. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten nur am Vormittag. Ein Vorurteil, das den 39-Jährigen nervt. Das Gegenteil ist für ihn der Fall. Ich glaube, der Lehrberuf ist auch ein Beruf, wo man ständig und dauernd arbeiten kann. Und also dementsprechend ist auch die Gefahr Richtung Überarbeit oder Burnout etc. auch immer gegeben, weil es hört nie auf. Also wenn der Kopf fattert, auch wenn man zu Hause kommt, das ist nicht so, dass man den Bleistift fallen lässt. Auch wenn das sehr oft medial so dargestellt wird, sondern wenn einem die Kinder am Herzen liegen, dann nimmt man das auch mit. Trotz allem ist Aaron Marton gerne Lehrer, aber er versteht auch, warum manche Kolleginnen und Kollegen überlegen, ob der Beruf zu ihnen passt.
fühlt er sich völlig ausgestattet, um den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden? Ich versuche das Beste daraus zu machen. Ja, und mir macht mein Beruf wirklich sehr viel Spaß. Ich arbeite gern mit Kindern und ich finde das toll, dass man da Lebenswege mitgestalten kann. Aber von den Mitteln her wäre natürlich toll, wenn man mehr Unterstützung hat, einfach vom Mund herum. Ja, das ist so quasi der größte Kritikpunkt. Und da kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, na, es ist mir, ich sage es jetzt mal so salopp, zu unprofessionell das Umfeld, oder es gibt Umfelder, wo ich einfach mich sicherer fühle und einfach besser aufgehoben bin. Natürlich ist die Wissensvermittlung die zentrale Aufgabe der Schule. Das ist so. Aber das Problem, weil es angesprochen wird, das Problem des Lehrermangels, das ist einmal da. Und es ist auch gut, dass es erkannt wurde. Weil ich möchte nur daran erinnern, der Minister hat noch vor knapp einem Jahr gemeint, es gibt keinen Lehrermangel, maximal punktuell oder regional beschränkt. Aber dieser Lehrermangel ist da und der ist ja nicht von gestern auf heute gekommen. Das hat sich ja, man hat ja vor 10 Jahren bereits erkennen und sehen können, wie die Entwicklung sich darstellt. Man hat damit rechnen müssen. Es hat sich natürlich auch etwas verschärft, das muss man auch dazu sagen. Es hat sich dadurch verschärft, dass es sehr viele Personen gibt, die den Lehrberuf nicht in der Vollzeit, sondern auch in Teilzeit ausüben wollen. Das ist eigentlich nicht so leicht vorauszusehen gewesen. Also das sind schon gewisse Punkte gewesen, die eine Verschärfung gebracht haben. Aber es stimmt, man hat damit rechnen müssen, dass es einen Mangel wird geben, dass es einen Mangel geben wird an Lehrpersonen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz auch mit dem, dass viele Lehrer sagen, ich möchte gar nicht mehr arbeiten, weil ich bin eh schon quasi am Anschlag. Na, eben, da kommt dann wieder die Geschichte mit dem Supportpersonal und was wir vorher besprochen haben. Und deswegen ist es, finde ich, zu eindimensional, nur diese Lehrerbildung zu machen und ein neues Bild von Schule zu entwickeln oder den Quereinstieg zu verherrlichen, sondern wir brauchen mehr als das. Und ich finde es einfach eine Marketingmaschinerie, die da jetzt in Gang gesetzt wird mit den 600.000 Euro, die da investiert werden und ein Image gebildet wird. Ich denke mal, es war halt viel wichtiger, dieses Geld in Rahmenbedingungen, also in es gibt Lehrer, die haben nicht einmal Plätze, wo sie sich hinsetzen können und andere Sachen erledigen können, weil einfach diese Rahmenbedingungen fehlen. Es gibt die Ausstattung nicht, die technischen Ausstattungen nicht. Sie sind da sehr alleine gelassen. Wir dürfen die jungen, engagierten Lehrkräfte, die im Moment sehr, sehr früh in den Beruf einsteigen müssen wegen dem Mangel, die oft noch gar nicht fertig sind im Studium, nicht verbrennen. Ja? Mhm. Im Moment ist da ganz viel Überforderung oft am Werk. Ja. Die müssen schon Studenten unterrichten, Überstunden machen, daneben noch studieren. Das ist nicht aufeinander abgestimmt, das ist unzumutbar und da verlieren wir gute Leute und das dürfen wir nicht. Unsere Schule ist überbürokratisiert. Das kann sich jemand, ich war viel auch vor Ort und an Schulen im europäischen Ausland, das können sich viele nicht vorstellen. Ja? Als ich Direktorin war, gab es rosa und weiße Erlässe und die weißen Erlässe hat man gleich weggegeben, die rosa waren wichtig. Ein Dienstrecht, wo es nur Lehrerinnen und Lehrer gibt, ist kein Zukunftsdienstrecht, sondern dort muss ich es öffnen für andere Professionen. Denn dort, wo ein Lehrer, ein junger Mensch, wird nicht Lehrer, wenn er sieht, alles, was in der Gesellschaft sonst wo nicht funktioniert, muss ich als Lehrerin und Lehrer übernehmen. Das ist nicht attraktiv. Ich glaube, wenn wir sehen, dass Schule immer mehr übernehmen muss, muss man auch andere Professionen mit hineinnehmen. Das zeigen uns andere Länder, aber bei uns gibt es nach wie vor im Lehrerdienst nur die Lehrer, alles andere sind schulfremde Personen.